Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich grüße ich Sie heute am Karfreitag, dem 2. April 2021. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. An diesem besonderen Tag möchten wir einladen, über das Leiden und Sterben Jesu nachzudenken. Mit Rücksicht auf die gegenwärtig steigenden Infektionszahlen während der anhaltenden Corona-Pandemie verzichten wir schweren Herzens auf Präsenzveranstaltungen. Doch das Online-Format ist eine gute Möglichkeit, um an verschiedenen Orten und auch zu verschiedenen Zeiten dennoch Gemeinschaft zu erleben. Ich grüße Sie und freue mich darüber, dass Sie hineinschauen in diese Passionsandacht, in der uns Rosemarie Wenner mit Gedanken zu Karfreitag ansprechen wird. In Johannes 3, Vers 16 steht: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lasst uns miteinander beten. Gott, wir denken an das Leiden und Sterben Jesu. Wir begegnen dem Leiden und Sterben auf Schritt und Tritt in unseren Familien, unsere Straße, unserem Ort, an so vielen Stellen in unserer Welt. Manche von uns haben selbst schon Kreuzwege gehen müssen in ihrem Leben, haben Bitteres erlebt und Hartes erfahren, sind lebendig schon Tode gestorben. Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen. Viele Menschen haben es damals nicht verstanden und verstehen es auch heute nicht. Hilf uns, dem Anblick des Kreuzes standzuhalten, dass wir vor dem Leiden nicht fliehen, in Ablenkung oder Zerstreuung, nicht ausweichen in einfache Lösungen oder schnelle Schuldzuweisung. Segne uns, wenn wir nachdenken über das Kreuz. Sei bei uns mit deinem lebendigen Geist, der das Schwere aushalten lässt und uns Tore zum Leben öffnet. Amen. Thank you.
Am Kreuz betete Jesus Worte von Psalm 22. Und ich möchte diesen Psalm jetzt lesen, in Auszügen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schrie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile, mir zu helfen. Amen. Ich lese uns aus Johannes 19, die Verse 16 bis 30. Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil dazu, auch den Rock, der aber war ungenäht und oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena.
Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Liebe Geschwister, als Kind habe ich Karfreitag nicht gemocht. In der Kirche ging es traurig zu. Eben gerade haben wir die Melodien und Texte von bekannten Passionsliedern wahrgenommen. Zu Hause legte meine Mutter großen Wert darauf, dass dieser Tag anders zu gestalten war als alle anderen Tage. Wir sollten nicht herumtollen. Und zu essen gab es immer Spinat mit Spiegelei. Das war nicht mein Lieblingsessen. Ganz generell machte mir der Karfreitag Angst. Der Gedanke, dass Jesus an ein Kreuz genagelt wurde und dort sterben musste, war furchtbar für mich. Heute bin ich dankbar für den Feiertag, der uns an Jesu Sterben erinnert. Die Lieder, die wir im Gottesdienst singen, klingen immer noch traurig. Und die biblischen Berichte von Jesu Leiden und Sterben lassen mich auch als erwachsene Frau innerlich erschauern. Jesus wurde bestialisch gefoltert und starb einen grausamen Tod. Weshalb blicke ich dennoch anders auf diesen Feiertag und auf das, woran wir uns heute erinnern? Ich lese die Erzählungen rund um Jesu Tod mit 65 Jahren Lebenserfahrung. Gott sei Dank musste ich persönlich nie massive Gewalt erleiden. Doch ich weiß von unzähligen Menschen, die Unrecht ertragen müssen, die gefoltert und gequält werden und auf grausame Weise ums Leben kommen. In dieser Pandemie betrauern wir, dass viele Menschen einsam sterben und auch heute noch sterben, ohne geliebte Angehörige an ihrer Seite zu haben. Ich kenne Situationen, wo ich mich selbst nicht nur von Menschen verraten,
sondern auch von Gott verlassen fühlte. Ich frage oft, wo ist Gott? Manchmal klage ich mit den Worten von Psalm 22: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann denke ich an Jesus, der so schrie. Der leidende Gottessohn, der auf grausame Weise stirbt, klagt Gott seine Verlassenheit. Jesus und Gott sind auf geheimnisvolle Weise eins. Gott war also da. Gott hielt in Jesus das furchtbare Sterben aus. Weil Gott in Jesus war, ist Gott auch bei jedem Menschen, der leidet und einsam ist, verzweifelt oder krank. Gott leidet mit denen, die in Myanmar oder Belarus gefoltert werden und mit denen, die in Syrien oder im Jemen verhungern. Gott ist bei allen, die sich ohnmächtig fühlen, gerade jetzt in der nicht enden wollenden Corona-Krise. Gott ist da. Jesus ist da, mittendrin. Am Kreuz nimmt Gott in Jesus das Elend und das Unrecht auf sich und trägt auch die Verzweiflung, die uns vielleicht befällt, genauso wie unsere Schuld und unser Versagen. So lesen wir es im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Denn Gott war in Christus, auch in Jesu Todesstunde. Seit Jesus starb, ist folglich alles anders. Die Welt ist mit Gott versöhnt. Alles, was von Gott trennt, wird weggenommen. Unsere Schuld wird vergeben. Das ist eine gute Nachricht an einem Feiertag, der einen traurigen Anlass hat. Leider können wir auch in diesem Jahr nicht miteinander Abendmahl feiern. Doch wir hören die Botschaft: Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist mit Gott versöhnt. Was Gott in Jesus tat, gilt für dich und mich und es gilt für die ganze Welt. Wir begannen diese Andacht mit dem bekannten Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Komponist Heinrich Schütz, der im 17. Jahrhundert während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges lebte, hat zu diesem Bibelvers eine Motette geschrieben. Wann immer ich den Vers höre, kommt mir diese Motette in den Sinn. Heinrich Schütz betonte das Wörtchen alle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und weiter betonte Heinrich Schütz die Worte, das ewige Leben. Auch diese drei Worte werden mehrmals wiederholt. Das ist also die tiefe Bedeutung von Karfreitag. Gott gibt sich in Jesus hin, bis hinein in den Tod, weil Gott die Welt so sehr liebt. Und Jesu Tod ist nicht das Ende. Die Liebe Gottes überwindet alles. Wer dies glaubt, hat ewiges Leben, das sogar dem Tod trotzt. Das gilt universell, für alle, zu jeder Zeit. Für mich, für dich. Jesus starb, damit wir leben, jetzt und in Ewigkeit. Das stimmt mich dankbar und auch froh. Amen. Thank you.
Wir beten. Wir beten dich an, Jesus Christus. Wir beten zu dir, Retter und Erlöser. Wir beten und schauen auf dein Kreuz. Du wurdest verspottet. Du leidest mit den Gedemütigten und Gemobbten. Jesus Christus, schütze sie durch dein Kreuz. Du hast deinen Feinden vergeben. Du leidest mit denen, die schuldig werden. Jesus Christus, versöhne sie durch dein Kreuz. Du hast geschrien. Du leidest mit den von Schmerzen Geplagten. Jesus Christus, durch dein Kreuz lindere ihre Qual. Du hast die Deinen geliebt. Du leidest mit den Trauernden. Jesus Christus, mit deinem Kreuz tröste sie. Du hast mit Gott gerungen. Du leidest mit allen, die an Gott verzweifeln. Jesus Christus, mit deinem Kreuz stärke ihren Glauben. Jesus Christus, du hast dich am Kreuz hingegeben, damit wir Frieden finden. Du bist am Kreuz gestorben, damit wir leben. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Erlöse deine Schöpfung, rette sie, heile sie durch dein Kreuz. Jesus Christus, wir schauen auf dein Kreuz, du Retter, du Erlöser. Wir beten dich an. Du bist unsere Hoffnung. Höre uns, wenn wir in deinem Namen zum Vater beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir in diesen Feiertag hin zum Osterfest unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.